Holzwerken präsentiert den Werkstattkurs Möbelbau zum Thema Vitrine. 40 Seiten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ein großer Bauplan und über 2 Stunden Video in einem Produkt. Verfolgen Sie den Bau dieser schönen Glasvitrine. Lernen Sie die Stollenbauweise und viele weitere interessante Arbeitstechniken kennen. Vielfältige Tipps helfen Ihnen auch bei der Umsetzung Ihrer eigenen Möbelentwürfe. So lernen Sie beispielsweise, wie Sie auch ohne den Einsatz einer teuren Formatkreissäge präzise Zuschnitte von Massivholz und Plattenmaterial erzielen. Ausschließlich mit der Handkreissäge und dazu passender Führungsschiene. Selbst komplizierte Schrägschnitte können Sie auf diese Weise wiederholgenau und sicher herstellen. Selbstverständlich lernen Sie auch die Herstellung wichtiger Holzverbindungen, wie zum Beispiel Schlitz und Zapfen, kennen. Das Ganze natürlich wieder ohne den Einsatz teurer Stationärmaschinen, allein mit Oberfräse, Frästisch und ein paar cleveren, selbstgebauten Vorrichtungen. Das Video zeigt Ihnen aber auch den richtigen Umgang mit Dominos, Flachdübeln oder Pocket Holes. Dabei lernen Sie dann auch gleich, welche dieser Verbindungen sich am besten für bestimmte Bauteile eignet. Entdecken Sie außerdem im Video, wie einfach sich Türen mit einem klassischen Zapfenband anschlagen lassen. Auch den gesamten Verleimprozess des Stollengerüsts können Sie in allen Details Schritt für Schritt mitverfolgen. Natürlich mit vielen Tipps und Tricks rund ums Verleimen. Schubkästen mit modernen Kugelvollauszügen sind in puncto Ergonomie und Komfort unübertroffen. Und der Bau sowie die Montage sind wirklich kinderleicht. Darauf sollten Sie auch bei Ihren eigenen Möbel auf keinen Fall verzichten. Lernen Sie außerdem, wie Sie Schlüsselbuchsen sauber in den Türrahmen einlassen können. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie ein Drehstangenschloss montiert wird, dann schauen Sie sich das Ganze doch einfach Schritt für Schritt im Video an. Auch die perfekte Oberflächenbehandlung mit Holzöl wird ausführlich beschrieben. Und worauf Sie beim Verglasen von Möbeltüren unbedingt achten sollten, finden Sie ebenfalls ausführlich im Video des Werkstattkurs Möbelbau erklärt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie in mehr als 2 Stunden Filmmaterial die Entstehung eines zeitlosen Möbelstücks. Kombiniert mit den 40 Druckseiten der Holzwerken-Artikelserie und dem riesigen Bauplan haben Sie alles an der Hand, was Sie zum Bau dieser feinen Vitrine brauchen. So, nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Bau einer Glasvitrine in Stollenbauweise.